Wir haben es alle geahnt und jetzt wird es Realität. Angeblich ist Disney nicht allzu glücklich damit, wie Videospielpublisher EA mit der Star Wars Lizenz umgeht. Laut den Medien haben Verantwortliche bei Disney und EA ein Meeting darüber abgehalten, was mit den Star Wars Videospielen schiefläuft. Mehr dazu nach dem Intro, los geht's. Während einer Krisensitzung soll der Konzern mit der Maus seine Fühler in Richtung Activision und Ubisoft ausgestreckt haben, ob denn Interesse an der Krieg der Sterne-Lizenz bestünde. Ausschlaggebend dafür dürfte das Battlefront 2 Debakel um Lootboxen und Mikrotransaktionen sein, das unter zahlreichen Star Wars Fans für reichlich Unmut und Proteste sorgte. Electronic Arts verfügt seit 2013 exklusiv über die Rechte an Videospielen im Star Wars Universum. Seitdem sind zwei Battlefront Teile mit Fokus auf den Multiplayer erschienen, während ein geplanter Einzelspielertitel eingestampft wurde. Ja Leute, da sind wir auch schon wieder am Ende. Wenn euch das Video gefallen hat, dann teilt es doch mit euren Freunden. Und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Ansonsten war's das für heute, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal, ciao!